schalten. Na doch. So, aua. Das ist alles zu eng. Mensch, hier sehen wir Initschuna. Was auch Initschuna? Never alone. Drücke Space, um fortzufahren. Ich hoffe, das geht mit dem Sound. Es ist halt, wie gesagt, wartet mal. Sie gerade schon. Es ist ein bisschen. Ist ein bisschen laut. Müsste jetzt so aber eher gehen. Und sobald mir die Möglichkeit ist, es im Spiel mal leiser zu machen, werde ich es mal gucken. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal Space, fortfahren und drücken einfach direkt. Das ist halt das Problem, Foxtail spielen. Ich weiß nicht, was hier der Unterschied ist. Wir fangen erstmal beim regulären und bekannten Spielen an. Ach, hier kommen wir auf die... Ah! Gut, dann müsste ich mal eben... Toneinstellungen. Den Geschichtenerzähler, Kultureinblicke. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben es jetzt mal leiser. Warte, einen Moment. Ich guck mal eben, dass ich das ordentlich einstelle. Aber so müsste es eigentlich gehen. Oder? Sollte das zu laut sein, müssen wir das halt gleich nochmal gucken. Eingabeeinstellung des Lassen. Oh, man kann das zu zweit spielen. Oh. Was habe ich jetzt getan? Okay. Wir sind aus diesen Optionen komplett raus. Einstellung, Bildeinstellung. Was haben wir hier? Vollbild, Untertitel wollen wir definitiv haben. Warte mal, wir wollen aber kein Vollbild. Vollbild. Doch, wir wollen definitiv ein Vollbild. Das ist... Damit kann ich leben. So. Okay, dann würde ich sagen, nachdem wir die Einstellungen hier alle getätigt haben, Sprachen müsste natürlich auch auf Deutsch stehen. Genau, würde ich einfach sagen. Ich weiß nicht, was das ist. Wir spielen einfach ein neues Spiel. Okay, die Inupiat sind eines der indigenen, oh Gott, indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Lerne Müll über die Inupiat, ja, Lerne mehr über die Inupiat durch freischaltbare Kultureinblicke. Blicke ansehen, wir haben zwei neue. Also drücken ein lebendes Volk, eine lebende Kultur. Ja, Space ab. Okay. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiat people. Ups, jetzt habe ich es unterbrochen. Okay. Ich möchte gerne die Geschichte hören. Okay, ich glaube, das ist wirklich fundiertes Hintergrundwissen. Und wir sagen, wir drücken einfach mal Space, um fortzufahren, um in dieses Spiel überhaupt erstmal reinzukommen. Und können das gerne nachher machen. Sprache ist so geil eigentlich. Ano kauti guys? Ano huling ay lakasok? Ano huling ay lakpasyo ni? Kisay ma panigani ay lakasibut. Nibiyak siya karulog kisay ma isumekpok. Tapurasi kangit siya kawak siya suman. Ano huling siguro kumagaan? Suman. Ano huling nga ilyari magaan. Taprasi kangit siya kawak siya suman. Ano huling siguro ko magaan.
Wir haben wieder neue, zwei neue Einblicke. Und du. Hallo Nerdy. Es ist halt gerade ein bisschen doof. Ich sehe auf meinem Rechner gerade. Einen Augenblick mal eben. Was ist denn hier los, verdammte Art? Ah, da ist auch mein Chat. Ich habe mich schon gefragt, es kann doch nicht sein. Die altbekannten Leute sind da und es passiert nichts. Uhu, heute mal nur im Lurker-Modus. Das macht nichts, das macht nichts. So, lasst mich eben das noch einmal fixen, dass ich jetzt hier alles richtig aufgerufen habe. Hallöchen an den Chat da draußen, der auch anwesend ist. Definitiv. Okay, wir haben das hier, dieses kurz... Ich will das nicht mehr angucken. Ich versuche immer noch den Titel von der gesuchten Melodie rauszufinden. Okay, von dem Video, was du geschickt hattest. Ich dachte immer, das wäre ein Junge um. Oh! Des Rennen! Okay. Okay. Wir müssen die Kamera gleich mal umpositionieren. Warte mal. Wir lassen das jetzt mal erstmal so. Oh, er kann. Oh, oh. Oh. War fast geneigt, dem Eisbären zu helfen. Achso. Okay. Aua. Was ist dahinter? Ein Loks Hot Grill. Du meinst das die Spielfigur, nicht wahr? Hallo Skappa, schön, dass du da bist. Oh Gott, das war... Wieso kann ein Eisbär das? Und wie hungrig muss dieser Eisbär sein, dass er mir weiterhin folgt? Oh nein, bricht er. Oh. Koop-Modus spielen. Auf einem zweiten Controller drücken, um als Fuchs einzusteigen. Oh, das wäre so cool, wenn ich jemanden hätte. So, wartet mal. Wir machen mal eben eine andere Sache. Ich weiß noch nicht genau, wohin mit dem Ding. Aber vielleicht mal hier oben. Es ist ungewohnt. Ich mache das eigentlich nie in so Ecken, aber wir lassen es. So. Hallöchen, Skappa, auf jeden Fall. Schön, dass der Eisbär so schleicht. Ja, wirklich. Drücke, um im... ach so. Der arme Eisbär. Hallöchen, ihr seid kein Mitspieler, ne? Ich habe nicht zugelesen. So, und jetzt laufen wir. Also wir suchen eigentlich den Grund, weshalb... Das war knapp. Das Weite klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Robert Cleveland Nasruk. Worauf bezieht sich das? Wie geht's euch denn draußen? Allen. Stelle fest, vorher dachte ich, sie wäre ein Junge und der Fuchs wäre ein Wolf. Cool, dass Twitch mich ohne Refresh weiter das Bild anstarren lässt. Schön, dass sie das auffällt. Mein Gott, du wirst auf jeden Fall mit Wissen zuge. Er meint, was war das mit der Eule? Man weiß es nicht. Hey. Wir können auch den Fuchs spielen. Okay, irgendwie kann er. Ah ja. Mh. Also in der Theorie kann der Fuchs eine Wand hochklettern. Fuchs. Ein Fuchs kann ein Seil herunterlassen. Achso, dieses Seil hängt da. Okay. Ich lurke wieder. Bis später vielleicht. Alles klar, mach das. Nuna. Okay. Wer ist Nuna, die wir spielen? Und der Fuchs ist... Ich möchte den Fuchs spielen. Oh, wie cool.
Oh, okay. Oh Gott, Wind ist tückisch. Viel Spaß beim Lurken. Sie ist mit dem Gesicht einfach voll gegen die Eiswand. Hey, cool. Wobei, in der Theorie könnten wir, glaube ich, die Webcam auch hier unten sehen. Ich glaube schon. Nee, wir lassen... Oh, fuck. Den Rahmen heute erst wieder so perfekt eingestellt. Okay, wir lassen es jetzt einfach so. Ich glaube, die Eule sind bestimmt speichert. Ich glaube, ich habe den Fuchs gerade getötet, oder? Nee, doch nicht. Gegen den Wind stemmen. Ja, guckt auf mein Schwänzchen. Das ist süß. Oh, I played this game with my girlfriend. It's really nice. How sweet can you be? I never imagined you would play such game with your girlfriend, Gustav. Okay, lauf. Oh! Ah, da hört der Wind auf. Why not? Ich bin sehr rolig. Kann ich singen doch. Super, ja. Ich laufe nur eine Dame, eine Trägerin, ja. Also Fuchs... Wenn ich sieb gange war, die wär sehr rohlig. Kann du den Pekpacken nach die lange Tammet gua, ich kann juck da rot. Because you don't look like to be the type for... Hallo? Hoppla. Als geht's zu Fox. Ups. Das wollte ich nicht. Versuch Nummer 3. Ich verstehe, ich habe gar nicht verstanden, dass er den Geist ruft. Aber der Fuchs ruft den Geist. Er kommt hinauf. Okay. Ah. Kann du den Pekpacken nach die lange Tammet gua? Ich kann juck da rot. Verstehe das. Mir war gar nicht bekannt, dass man das zu zweit spielen kann. Es ist halt die Frage, ob das ein analoger Zweispieler ist oder eben ein. Oder eben auch über Multiplayer so. Warte, A? Die A. Ach so. Sieh zu, wie du hinterherkommst. I fucked up the game. Ups, ja. Wir hoffen mal, die Eulen sind die Speicherpunkte. Ja. Sind sie. Oder? Ja. Okay. Ich will nur den Fuchs spielen. Ich möchte das Mädchen nicht spielen. Weil da kann ich. Ach, das war's.
Der Wind ist sehr tückisch. Aber das Schwänzchen wedelt so großartig. Oh Gott, bleib auf was. Wenn der eine stirbt, stirbt der andere. Dramatisch diese Geschichte ist. Habe ich das richtig verstanden? Wir wollen immer noch rausfinden, was den Sturm erzeugt. Total süß, das Spiel. So, diese Passage haben wir auch gemeistert. Oh. Warte mal, ich kann als Fuchsi durch. Jetzt. Oh Gott. Es ist so ein bisschen tricky an die. Was ist mit dem Geist? Mit dem auch was machen? Dass der Fuchs aber auch einfach direkt weiter rutscht. Wände sind sehr tückisch. Okay, es scheint, als müssten wir noch einen Geist rufen. Yeah. Lauf, Fuchs! Winde, sie sind gemein. Kommt kein Wind? Du kannst das Mädchen nicht springen. Es ist süß, das Spiel. Doch, es ist wirklich schön. Okay, wir haben jetzt das ganz fürchterlich gesehen. So, drücke Space um fort. Nunakik isiwak tuwa ka niksok. Inyong ay tukutak tao nga niksit. Es heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte.
Klingt nicht so vielversprechend. Um ehrlich zu sein. Ich dachte mir schon, dass du ja vor einem Jahr dachtest du das schon. Hallo Genesi, schön, dass du reinschaltest. Tamanga ikumawaktuamin. Kakarakpam inyoa niptaktak. Sumalagulakami nibayaksiyakarulong pichininganin.